Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, in diesem Video geht es um das Einsetzungsverfahren. Nicht mehr das Gleichsetzungsverfahren, sondern das Einsetzungsverfahren. Ich setze also nur für etwas ein. Hört sich jetzt ein bisschen schwierig an. Wir müssen uns das, glaube ich, ein bisschen konkreter anschauen. In dem Fall werden wir das Y einsetzen. Aber um dahin zu kommen, um das woanders einsetzen zu können, müssen wir es erst umformen. Und das werde ich euch jetzt zeigen. Also dieses Y will ich woanders einsetzen. Das werden wir gleich sehen, wo wir das einsetzen können. Zumindest ist dieses Y am leichtesten zu befreien. Das X muss durch minus 4 befreit werden und dann das 3Y rüber. Beim 16X muss das noch drüber und dann durch 16. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn man sich die Variablen oder das anschaut, wo die Variablen dabei sind, dann kann hier dieses Y am leichtesten befreit werden. Also teile ich hier durch 2. Also muss ich auch die beiden Zeilen oder die beiden Terme durch 2 teilen. Was für mich auch heißt, die erste Gleichung, die erste lineare Gleichung, die bleibt gleich. Und die zweite, da habe ich eben durch 2 dividiert. Aus 16x wird 8x, aus minus 50 wird minus 25. Und das sogenannte Einsetzungsverfahren bedeutet jetzt, dass ich eine Variable in die andere einsetze. Hier habe ich doch y ist gleich 8x minus 25. Dieses y taucht ja hier oben nochmal auf. Deswegen könnte ich ja sagen, das und das soll identisch sein. Aber wenn beide identisch sein sollen, dann muss natürlich auch das mit dem identisch sein. Oder so kann ich die beiden Gleichungen zusammenbringen. Dieses Y hier einsetzen. Das heißt im nächsten Schritt, ich setze die zweite Gleichung in die erste Gleichung ein. Ich hätte auch jede andere Variable auflösen können. Also die erste Gleichung nach x auflösen und dann das x in die zweite einsetzen. Und in dem Fall habe ich mich halt entschieden, dass ich das y aus der zweiten Variable allein stelle und das, was dabei rauskommt, für das y in der ersten Gleichung einsetze. Also habe ich stehen 3 mal aus der normalen Gleichung und jetzt würde eigentlich das y kommen, das ersetzt wird durch 8x minus 25. Das muss ich natürlich in Klammern setzen, denn 3 mal das ganze y bedeutet 3 mal 8x und 3 mal minus 25. Und damit das eben mathematisch richtig ist, muss ich dieses 8x minus 25 in Klammern setzen. Nun geht's weiter mit der ersten Gleichung, denn ich habe ja nur den zweiten Teil in die erste eingesetzt. Dazu muss ich aber die erste auch noch fertig hinschreiben. Minus 4x ist gleich 15. Und jetzt habe ich eine Gleichung, die nur noch aufgelöst werden muss. Als erstes muss ich natürlich Klammern auflösen. 3 mal 8x gibt 24x. Und Klammern auflösen tue ich ja, indem ich 3 mal den ersten Summand und 3 mal den zweiten Summand nehme. Das heißt, ich habe 3 mal 8x und 3 mal minus 25. Das gibt 24x minus 75. Das minus 4x bleibt da und auch das 15 bleibt da. Jetzt muss ich nach x auflösen. Was das Schöne ist, alle x sind schon auf der linken Seite, also muss ich noch die 75 auf die andere Seite rüberbringen. 24x minus 4x, das ergibt 20x. Und wenn ich die 75 auf die andere Seite bringe, dann kommt da 90 hinaus. Und jetzt muss ich noch den Faktor vor dem x wegdividieren, auf die andere Seite bringen. Das schaffe ich mit geteilt durch 20 und damit ist mein x 4,5. Dieses x kann ich jetzt wieder in irgendeine dieser Gleichungen einsetzen. Ich nehme mir die hier, gehe davon aus, dass ich alles richtig gerechnet habe bis dahin und kann damit mein y berechnen. 8 mal 4,5, das x, das ich jetzt berechnet habe, und dann noch minus 25. 8 mal 4 gibt 32, 8 mal 0,5 gibt 4, das gibt 36 hier vorne, minus 25 ergibt insgesamt für das y 11. Und nun habe ich einen x-Wert und einen y-Wert. Die Lösungsmenge lautet 4,511. Das Einsetzungsverfahren bedeutet also, wir setzen eine Variable in die andere ein. Dazu muss ich eine Gleichung erstmal nach einer Variable auflösen. Und den Teil, den ich dann dafür rausbekomme, den setze ich anstelle der Variable der anderen Gleichung ein. Hört sich ein bisschen wirr an, aber man kommt dann ziemlich schnell dahinter. Man muss nicht beide Gleichungen nach dem gleichen auflösen, sondern man kann direkt nur eine auflösen und in die andere einsetzen. Das Einsetzungsverfahren. Viel Erfolg und viel Spaß in der nächsten Mathestunde. Tschüss!